Manchmal denken wir, die Jünger hatten es gut. Die waren bei Jesus, die erlebten all seine Zeichen und Wunder, erlebten das, was er getan hatte, waren dabei, wenn Menschen geheilt wurden, hörten ihn predigen und sprechen. Und wir denken uns, ach, wenn wir doch nur damals dabei gewesen wären. Das ist durchaus richtig so. Aber ich habe etwas gefunden von der altchristlichen Überlieferung, wie das Leben dieser Jünger weitergegangen sein soll. Es gibt also, nicht aus der Bibel, aber aus der Überlieferung, genaue Berichte, was mit den einzelnen Jüngern passiert ist, wo sie hingegangen sind, welchen Dienst sie hatten und welchen Todes sie gestorben sind. Und das ist ziemlich überraschend, weil wenn du dir das anschaust, dann wirst du feststellen, dass nur ein einziger der Jünger Jesu eines natürlichen Todes gestorben ist, nämlich Johannes. Alle anderen erlitten den Märtyrertod. Das heißt, sie hatten einen Preis zu zahlen. Und der Preis war nicht zu hoch für sie, denn sie wussten, wer Jesus war und sie wussten, was nach dem Tod auf sie wartet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du das genauso siehst, dass du weißt, wer Jesus ist und dass du dich von den Hindernissen und den Widrigkeiten dieses Lebens nicht so einlullen lässt, sondern sagst, ich gehe da durch und wenn es mich mein Leben kostet, ich gehe da durch, weil ich weiß, was auf mich wartet, wenn ich in die Herrlichkeit des Herrn eingehen werde. Auf unserer Webseite habe ich dir diese frühchristliche Überlieferung mit den Jüngern kurz aufgeschrieben. Da gibt es beispielsweise den Bericht von Andreas, der an einem Kreuz mit schrägen Balken gekreuzigt worden sein soll, dem Andreaskreuz. Oder Petrus, der mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden sein soll und so weiter. Ich glaube nicht unbedingt, dass du den Märtyrertod erleben musst, aber ich glaube, dass jeder von uns in seinem Lebensumfeld einen gewissen Preis für die Nachfolge zu bezahlen hat. Und ich ermutige dich, dass du das einfach nimmst und sagst, jawohl, ich werde diesen Preis bezahlen. Ich werde den Preis bezahlen und ich erwarte einfach in die Herrlichkeit mit Jesus in Freude eingehen zu können. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.